Moin Leute und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Daniel Buddy, auch heute mit Super Mario Party für die Nintendo Switch in der Minispiel-Variante. Sprich, jede Episode ein Minispiel und somit extrem kurze Episoden, aber die Leute haben heute eh keine Zeit mehr, da wird nach 3 Minuten weggeschalten, wenn überhaupt. Da habe ich mir gedacht, machen wir das hier schön Stück für Stück, ne? Norddeutsch, wie sie es gehört. Wir haben sowieso keine Zeit, Leute. Und Mordkark, wollte ich sagen, das sind wir hoffentlich auch, aber Wortkark sind wir in der Regel auch, wird uns gesagt, aber kann ich es nicht bestätigen. Leute, ne? Es gibt ja auch die Ausnahmen bestätigen, manchmal auch die Regeln. Leute, Daumen hoch. Und wenn es euch hier sowieso gefällt auf meinem Kanal und ihr mich ganz sympathisch findet, dann bitte lasst auch ein Abo da. Das würde mich mega freuen. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Reinschauen, für euren Support. Und nun legen wir los. Ich mache mich hier mal weg. Und unten rechts hin. Ihr seht hier schon meine Spezialeinstellung für dieses Format. Ich habe hier eine kleine Controller-Cam am Start für euch. Und wir suchen uns erstmal das Game aus. Die Matroschka Mischa. Okay. Ihr müsst wissen, ich weiß das Spiel tatsächlich erst, wenn ich das Game hier starte. Ihr seht es ja schon am Titel, was euch erwartet. Und ich möchte auch immer wieder betonen, dass es mindestens 4 Jahre zurückliegt, dass ich das hier das letzte Mal gezockt habe. Finde die Matroschka mit den meisten Puppen. Oh, es geht aber zum Ende richtig ab. Okay. Auswählen, Charaktersymbol bewegen und wir wählen hier mal, ich wähle mal die aus. Und dann geht das hier auch schon los. Kurz vorab, Leute, ich spiele Wario. Unten rechts, ich verdecke nämlich die Charaktere, die seht ihr gerade nicht. Dann sind meine Gegner Super Mario, Rosalina und Diddy Kong. Alle im Modus sehr stark ausgewählt. Und nun, Vollgas. Gucken wir mal. Ist jetzt hier gar nicht so spannend mit dem Joy-Con. Aufpassen müssen wir. Aufpassen müssen wir. Oh shit. Wisst ihr es noch? Ich vermute den. Boah, wir haben alle was anderes gewählt. Hauptsache ich verkacke nicht komplett. Ende. Habt ihr es gewusst? Ich dachte, ich wäre mir eigentlich sicher, aber nee, war ich nicht. War ich nicht. Mario hat gewonnen. Leider habe ich versemmelt. Gutes Spiel, macht Fun. Richtig witzig. Aber ey Leute, zum Schluss, da geht richtig ab. Also mein Trick zum Beispiel bei solchen Spielen ist auch, ich verfolge tatsächlich dann auch irgendwann in der Mitte gar nicht mehr die Figur eigentlich, weil irgendwann kommt dein Auge sowieso nicht mehr hinterher. Das heißt, ich versuche dann einfach wirklich nur noch starr auf den Bildschirm zu gucken und dann durch die periphere Aktion im Auge das noch zu verfolgen, soweit es geht. Und ich glaube, zum Schluss ist dann eh nur noch Glück. Aber das ist so meine Variante. Ich weiß nicht, wie ihr es macht. Schreibt mal in die Kommentare, was euer Trick ist. Ja. So viel dazu, Leute. Ich danke euch auf jeden Fall vielmals fürs Reinschauen hier bei der Matroschka-Mischer-Aktion Minispiel-Variante für die Super Mario Party-Version für die Nintendo Switch. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen oben da und auch ein Abo, würde mich mega freuen. Ich danke auf jeden Fall fürs Reinschauen, fürs Interesse. Bleibt gesund, Leute. Viel Spaß auch euch beim Zocken. Und wir alle freuen uns auf den 17. Oktober 2024 mit Super Mario Party Jamboree. Aber vorher, wir gehen hier die ganzen anderen Minigames durch. Zumindest von Super Mario Party und auch Super Mario Party All-Stars. Was auch noch kommt, bleibt dran. Es wird spannend. Leute, jetzt aber. Tschüssi. Euer Daddle Buddy. Haut rein.